Unser September 2021. Wir haben uns überlegt, dass wir eine neue Malix in Zeit-Folge machen möchten und euch ein bisschen updaten, was so im letzten Monat bei uns passiert ist. Wir erzählen jetzt ein bisschen was aus dem September, was diesen Monat alles bei uns stattgefunden hat, auf welchen Drehs wir waren und wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Der September, der hat für uns mega, mega sportlich angefangen. Gemeinsam mit dem Porsche-Zentrum Mannheim produzieren wir eine achteilige Serie. Eine Folge ist jeweils 10 Minuten lang, unter dem Projektnamen Race Your Dreams. Um was geht es in der Serie? Darum geht es, dass das Porsche-Zentrum Mannheim auf 6 Rennstrecken unterwegs ist und wir auf allen Rennstrecken das Porsche-Zentrum begleiten. Die Rennstrecken sind Hockenheim, Oschersleben, Spielberg in Österreich auch, Lausitzring und der Nürburgring. Und bei uns war der September so mega sportlich, weil wir nur 3 Wochen Zeit hatten, eine 10-minütige Folge, die cinematisch aufgenommen ist, zu produzieren und da echt unter Stress waren. Aber es zum Glück noch hinbekommen haben, sodass wir dann am 4. und 5. September in Lausitzring am Freitag davor die Oschersleben Serie fertig hatten und dann am Lausitzring die neue Serie Folge 7 aufgenommen haben. Nicht nur wir waren an dem Wochenende auf einer Rennstrecke unterwegs, sondern auch der Marvin. Und der erzählt euch jetzt mal, wo der unterwegs war. Genau. Ich war mit Jonas in Amsterdam unterwegs, besser gesagt in Zandvoort. Und wir hatten das große Glück, dass wir unser erstes Formel 1 Rennen filmen durften. Wir waren dort mit der 16K Agency aus London. Wir hatten mehrere Aufträge für verschiedene Kunden, unter anderem für F1 Paddock Club, F1 Experience, für Shell und Ferrari. Also es waren super spannende Projekte, waren aber auch mit die anstrengendsten Tage, die wir, sag ich mal, je unter Malix hatten. Also es war wirklich morgens um 6.30 Uhr aufstehen bis abends um 23 Uhr filmen. Alles, was man an dem Tag an Content produziert hatte, musste auch fertig werden. Gutes Beispiel war zum Beispiel das Foto, was wir auch auf Instagram haben von Max Verstappen. Ich hatte das auf dem Podium geschossen und 4 Minuten später war das online auf Instagram. Also ich bin wirklich mit meiner Kamera ins Office gerannt, habe das Bild hochgeladen und unseren Kunden geschickt, die direkt gepostet. Also dieser Speed hat man nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch neben der Rennstrecke. Also was wir dort gemacht haben in der kurzen Zeit, ist echt krass. Wir haben vielleicht einen höheren Anspruch oder wir würden gerne, sage ich mal, mehr Zeit in den Schnitt investieren, ist aber einfach nicht möglich, weil wenn Freitag irgendwie was Spannendes passiert, möchten die Leute das natürlich auch am Freitagabend am besten dann irgendwie kurz danach auch sehen, weil am Samstag ist ja wieder Qualifying, das heißt, es passiert neuer Content, also es ist wirklich sehr schnelllebig dort. Die Woche darauf hat man vielleicht ein neues Rennen, deswegen man muss sich echt beeilen. Aber das ist natürlich auch eine coole Herausforderung und man ja, wächst, sage ich mal, an seinen Aufgaben und das hat echt mega Spaß gemacht. Wir haben Gott sei Dank einen guten Job gemacht. Das heißt, wir wurden für jedes weitere Rennen, was dieses Jahr stattfindet, wo auch viele Zuschauer sind, gebucht. Und wir haben uns mal den Rennkalender angeschaut und sind natürlich im Kreis gesprungen, als wir gesehen haben, okay, es kommt noch USA, Brasilien, Mexiko, Saudi-Arabien und als letztes Abu Dhabi. Also da haben wir echt einen sehr, sehr coolen Kalender und eine sehr coole Partnerschaft dazu bekommen und sind sehr, sehr froh über so ein tolles Projekt. Der September, der ist echt Rennsport überzogen gewesen eigentlich und passend zum Rennsportthema haben wir uns auch in unser Office eine kleine, größere Motorsportdekoration hingebastelt. Das ist eine Frontschürze von, ich glaube, Robins Auto, also vom Porsche Zentrum Mannheim, vom GT3 Cup Auto, die mal kaputt gegangen ist. Es ist nicht die einzige gewesen in dieser Saison, glaube ich. Aber wir konnten die auf jeden Fall haben und da nochmal großes Dank ans Porsche Zentrum Mannheim. Und im gleichen Zuge haben wir vorne 2 neue Workstations uns aufgebaut. Aus dem Grund, dass Jonas Lenz seit August bei uns auch fest angestellt ist und wir zunehmend mehrere Projekte haben, die auch gleichzeitig laufen und wir im Schnitt sonst einfach nicht mehr hinterherkommen. Faktisch haben wir eigentlich jetzt 6 Workstations, die alle teilweise voll ausgelastet werden. War auch auf jeden Fall eine größere Investition für uns, aber zwingend notwendig.
Mit dem Reisen auf den Rennstrecken war es aber nicht genug. Wir waren auch noch zweimal im Norden in Deutschland unterwegs, und zwar in Hamburg. Wir haben einmal ein Projekt mit den Photovoltaikanlagen gehabt. Da haben wir verschiedene Gebäude, Hallen und alles abgefilmt. Da waren die Drohnen in Action. Wir waren auch am Elbstrand, haben dort ein paar Interviews gemacht. Das war eigentlich ganz cool. Wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter. Und das zweite Mal in Hamburg waren wir für Deufol. Wir haben dort einen Imagefilm gemacht an den Seahub-Standorten. Die haben dort verschiedene Seahub-Standorte mit direkter Hafenanbindung. Es war ein sehr cooles Projekt. Wir waren 4 Tage am Stück in Hamburg und hatten Gott sei Dank die Möglichkeit, auch mal ein paar coole Abendstunden in der Hamburger Innenstadt zu verbringen. Und das war sehr schön, war aber natürlich auch echt heavy. Also es hat sich so angefühlt, als würden wir eigentlich nur im Hotel wohnen im September. Und hätten wir nicht gedacht, weil normalerweise ist der September eher ein ruhigerer Monat bei uns. Dieses Jahr das komplette Gegenteil. Und jetzt, wenn wir in Richtung Q4 gehen, wird das auch natürlich so bleiben, weil Q4 meistens bei uns sehr, sehr viel los ist. Und zum Abschluss hatten wir noch einige Livestreams an der Mannheimer Uni. Jetzt, wo das Semester beendet ist, beziehungsweise auch dann dementsprechend bald wieder neu losgeht, waren einige Sachen, die angestanden sind bei der Mannheimer Uni, und da hatten wir den ein oder anderen Stream. Und das war es eigentlich so mit dem Rückblick auf unser September. Wir hoffen, ihr hattet einen coolen, kurzen Einblick. Und falls ihr bestimmte Themen habt, die euch interessieren, schreibt die uns gerne in die Kommentare. Und wir versuchen jetzt jeden Monat so ein kleines Update zu geben zu größeren Projekten. Wird es wahrscheinlich auch nochmal separate Videos geben. Also wir hoffen, euch damit coolen Content unterhalten zu können.